everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir sind da wieder auf unserer Fichtelberg unterwegs im Multiplayer. Heute wollen wir Ernte einfahren. Ich habe den Drescher. Der Micha bringt mir gerade noch das Schneidwerk mit. Ich kann das Schneidwerk irgendwie nicht anhängen. Es schleift irgendwie hinten. Es ist nicht gut draufgelegt. Und ich kriege das hier auf dem Hof auch nicht hin, weil hier so wenig Platz ist. Ah ja, und übrigens ist der Micha heute wieder dabei. Hallo. Der mir da hilft und unterstützt hier. Und wir suchen da noch ein, zwei gute Mitarbeiter. Voraussetzung: volljährig, der deutschen Sprache mündlich, schriftlich sowie auch lesen bemächtigt. Und dann könnt ihr uns oder mir gerne schreiben hier unter das Video, wenn ihr da regelmäßig am Abend Zeit habt, um da mit uns zu spielen. Wäre das eigentlich eine coole Sache. Geräte haben wir so, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Eigentlich so ziemlich das, was wir erstmal brauchen. Das kommt dann natürlich auch dazu. Es können dann nachher später auch noch Wünsche geäußert werden, was wir da gerne noch zunehmen wollen, ob wir da noch ein paar Mods mit reinnehmen und so weiter und so fort. So, und wir fangen heute an mit der Rapsernte. Wir wollen da ein bisschen Geld machen. Wir haben das ganze Geld für unsere Felder ausgegeben. Wir haben noch mit drei Feldern gestartet, die ganzen Geräte gekauft und natürlich ist uns jetzt das Geld natürlich knapp geworden. Und das wollen wir natürlich wieder reinbekommen. So, der Micha kommt da mit dem kleinen Fendt, oder der kleine, der 700er, glaube ich. Genau. Stellt mir das da schön hin. Ich schaue, damit ich das nächste Mal muss, das hinten muss es einfach weiter rüber stehen. Das habe ich nicht gut draufgelegt. Sonst hätte ich es gerade selber mitnehmen können. So, wir fahren da mal. Jawohl. Dann öffnen wir mal da die Kornkammer. Starten das ganze Teil. Und dann kann es auch schon losgehen hier mit Raps. Der Micha kommt dann noch mit dem Anhänger. Ich fahre erstmal das Vorgewände hier ringsherum ab. Und hoffe, damit ich das dann natürlich hier richtig mähe. Der Micha sagt mir das dann schon, ob das richtig oder nicht ist. Genau, ich passe da auf. Und dann weiß ich da Bescheid. So, wir machen mal Onboard-Ansicht hier. Das ist aber immer schwierig. Wir haben da 10 Meter Schneidwerk vorne dran. Und ich kann da wirklich von innen nicht wirklich gut sehen, dass genau diese A-Säule vom Gehäuse hier, vom Chassis im Weg, damit ich da sehe, ob ich da alles mitnehme und nicht. Oh, das ist aber knapp. Oh, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht, was ich da mache. So, und wir haben Raps und Soja angebaut und auf ein Feld haben wir noch Mais. Auf das Feld 18, schräg gegenüber hier, haben wir Mais. Wir wollen Silage machen demnächst für die Kühe, fürs Kraftfutter herzustellen. Wir wollen demnächst eigentlich uns ein paar Kühe zulegen. So, da kann ich noch ein Weilchen fahren, bis da der Bunker voll ist. Oh, ich kann da eigentlich mal das Blinklicht ausmachen, sonst denkt er, er muss mich schon abbunkern hier. Ja. So, und Arbeitsgeschwindigkeit ist einfach bei 9 bis 10 km/h. Schneller geht's einfach hier nicht. Das ist einfach beim Dreschen so. Die müssen ja irgendwie da rauskommen, die Körner. So.
Jawohl, und 19 ist eigentlich 19 unser größtes Feld. Da der Mais ist auch schon fertig hier. Ein Häcksler haben wir auch von Krone. Den Big X 580. Was wir dann danach einsetzen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Das wird dann noch ein Video geben, wie wir das erste Mal eigentlich hier häckseln. Das wird sicher noch eine coole Aktion eigentlich. So, der Micha ist noch gar nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo der sich wieder rumtreibt. Der baut bestimmt seinen Traktor um, oder? Ich habe erstmal meine Drillmaschine vom letzten Einsatz noch gesäubert. Ja. Werde jetzt gleich demnächst vorbeikommen. Muss die noch rasch die Halle stellen. Ja, der Micha ist eigentlich hier quasi wie mein Vorarbeiter hier auf dem Hof. Der schaut, damit hier alle Maschinen am Laufen gehalten werden, damit alles ordentlich versorgt wird, damit alles geputzt ist, vollgetankt, wieder zurückgestellt wird. Und da muss ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Da schaut er eigentlich super dazu. Ja, wir haben das letzte Mal haben wir noch eine Tankstelle gekauft. Das hat sich eigentlich schon bewährt. Wir haben auf dem Hof eigentlich, können jetzt unsere Fahrzeuge betanken. Die kommen nach dem Einsatz, werden die eigentlich vollgetankt, wieder in die Halle gestellt. Und bevor wir hier wieder ausrücken, ist das eigentlich alles geputzt und gewartet, das Zeug. Und dann können wir gerade wieder loslegen. Und so wird es dann auch eigentlich weiter gehandhabt hier. Die Geräte werden immer wieder an denselben Ort gestellt, abgestellt. Die werden nicht irgendwo einfach hingestellt, damit man da anfängt zu suchen. Jedes Gerät hat da seinen Platz. Und so wollen wir das hier eigentlich weiter fortfahren. So, jetzt mache ich sicher wieder irgendwas falsch hier. Aber er wird es mir dann nachher sagen. So. 66% habe ich schon. Oh, jetzt kommt er von da hinten, kommt er schon an. Das ist super. Aber wir könnten eigentlich... Wollen wir schon den Grober nachher holen, oder... Ja gut, wir haben noch etliche Felder zum Ernten eigentlich. Da brauchen wir wahrscheinlich noch nicht gerade Grobern, oder? Nein, wir werden erstmal, das schaffen wir gar nicht. Wir haben hier genug zu tun mit unserem Feld. Ja, wie gesagt, wir könnten eigentlich noch Hilfe gebrauchen eigentlich. Gut, bei der Ernte ist eigentlich jetzt noch schwierig. Da bräuchten wir dann fast noch einen zweiten Drescher. Was wir aber noch nicht haben. Wäre dann eigentlich auch der Meinung, damit wir da noch einen kleineren kaufen. Gerade für die kleinen Felder wäre das natürlich optimal. Aber das kommt dann zum späteren Zeitpunkt. So, ihr habt dann 83%. So, jawohl, so muss das sein. Das funktioniert super. Ich halte nicht an, gell? Ja, schon richtig. Kannst so vergessen. Obwohl, vorne kommt die Kurve. Da muss ich vielleicht dann beim Drehen. Weil dann sage ich dir Bescheid. Aber das sieht natürlich cool aus. So, okay, leer. Jetzt muss ich da noch einmal rumziehen, oder wie? Jetzt bin ich gerade erst bei der zweiten Bahn. Ja, jetzt fährst du da jetzt. Die Seite fährst du jetzt noch einmal hoch. Dann kann ich eigentlich von oben nachher, wenn ich jetzt oben bin, wieder eigentlich anfangen. Da fahre ich einfach hoch und runter, oder? Genau. Jetzt fährst du die Seite komplett bis hoch und dann kannst du drehen und dann fährst du hoch und runter.
Verstanden. So, jetzt wissen wir auch mal, wie das richtig funktioniert. Das habe ich ja vorher. Ich habe das ja jahrelang falsch gemacht. Das ganze Leben beim Dreschen versaut, eigentlich. Immer falsch gemacht. Wir haben es zwar abgeerntet, aber nicht so, wie es wirklich sein muss. So, aber eigentlich geht er nicht so schlecht, der Drescher. Der gefällt mir eigentlich gut. Außer von innen sieht man einfach nicht gut genug, wie weit es da eigentlich weg ist. So, der brettert da einfach an mir vorbei. Aber das ist schon gut. Aber du kriegst da ordentlich was rein in den Anhänger, oder? Da geht ordentlich was rein. Der ist jetzt noch nicht mal halb voll. Ja, und ich habe sicher. Ja, was habe ich sicher? 10.000. Wir haben jetzt. Du hast jetzt 11.941 haben wir jetzt abgebunkert. Ja, der wird wahrscheinlich gar nicht voll werden von dem Feld hier. Hast du mal geschaut, wie die Preise sind? Ob das eigentlich gut ist oder müssen wir das eigentlich erstmal auf dem Hof zwischenlagern? Schau gerade mal kurz. Können wir das gerade irgendwo verkaufen direkt, damit wir da nachher eigentlich unseren. Wir haben jetzt Raps. Haben. Bei Goldquest Pazifik. 1368. Ja, das ist mir eigentlich zu wenig, ehrlich gesagt. So 1500. Wäre schon viel besser, ja. Wenn nicht, dann werden wir es erstmal so lange zwischenlagern. Der Preis wieder steigt. Ja, also unter 1500 würde ich das eigentlich gar nicht verkaufen. Das ist eigentlich. Das ist eigentlich ein guter Preis. 1500 fürs. Für die Tonne oder fürs Kubik oder wie sagt man denn? Ich glaube 1500 für die Tonne müsste das sein. Und ja, sonst rentiert es eigentlich gar nicht. Ich sage, wir sind ja jetzt nicht im Minus. Ich sag, unsere drei Solaranlagen, die bringen natürlich ein bisschen Geld rein. Wir haben natürlich einen riesen Fuhrpark schon, was uns natürlich eigentlich da ordentlich Unterhaltskosten verursacht. Etwa 10.000 bis 11.000 am Tag. Und es wird natürlich mehr, umso mehr wir die Geräte natürlich brauchen, umso älter sie werden, umso mehr sie im Einsatz sind. Kostet das natürlich. Vielleicht müssen wir auch was verkaufen wieder. Aber das sehen wir dann zur späteren Stunde. Aber ich denke, wenn wir da noch die Kühe organisieren, dann ist sowieso, dann haben wir da noch gut Einnahmen. Wenn wir das richtig machen. Und dann können wir da unsere Unterhaltskosten eigentlich schon decken. Der Staub hier beim Dreschen ist ja. Vielleicht mache ich mal das Fenster zu. So, und beim Schneidwerksanhänger ist einfach drauf zu achten, damit das Schneidwerk nicht vorne über die Deichsel schaut. Weil dann kann ich das so wie jetzt eigentlich selber gar nicht mitnehmen. Sondern es muss eigentlich hinten ein wenig rüberschauen und dann passt das schon. Der Micha stellt mir das da, glaube ich, schon ordentlich hin. Obwohl hier nebenan das Feld 36, das haben wir auch noch Raps drauf. Da können wir gerade fortfahren mit der Ernte. Wir haben eigentlich so ringsherum um unseren Hof eigentlich die Felder gekauft. Das bietet sich natürlich halt an und da haben wir auch noch nicht so weite Fahrwege. Später wird es natürlich anders. Aber wir sind ja erst im Anfangsstadium hier bei unserem Spiel. So, ich habe 63%. Wenn ich wieder hochkomme, könntest du mich eigentlich wieder ja abbunkern.
Aber ich fahre noch einmal runter und dann drehe ich unten nochmal. Und dann habe ich etwa wahrscheinlich so 80%. Und dann wäre das eigentlich schon gut. Ja, dann würde ich sagen, mache ich noch mit Micha hier weiter. Wir werden da noch die Raps und Soja einfahren hier. Und beim nächsten Mal werden wir einfach das Mais häckseln. Und da wird es dann sicher wieder eine Aufnahme von geben. Das erste Mal in Fichtelberg Mais-Silage machen. Auch wenn es bloß für die Kühe ist und noch nicht für die BGA. So, ich höre ihn schon. So, da kommt er auch schon. Super. Wenn ich das jetzt richtig mache, kann ich da von vorne noch eine Ansicht machen. Oh. So, jetzt muss ich nämlich genau... Jetzt habe ich die Kamera gedreht und bin genau an der anderen Seite. Und jetzt sehen wir das alles von vorne. Aber das funktioniert tipptopp. So, ist noch recht hügelig hier, wie wir das so sehen. Aber wir sind da eigentlich, sind wir noch recht gut eingespielt dafür, damit wir das zum ersten Mal hier zusammen machen. Ja, es klappt recht gut. Und ich noch von vorne die Ansicht habe, ich eigentlich genau falsch rumlenken muss. So cool. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Mais-Silage machen. Tschüss. Ciao.